Dass die Politik wieder die Macht über das Finanzsystem übernehmen kann? Im Augenblick scheint es eher umgekehrt zu sein, dass das Finanzsystem die Politik kontrolliert. Wir reden jetzt nicht von Dingen, die in der deutschen Politik zu ändern wären. Also wir streben ja den Deutschen Bundestag an, wir setzen uns etwas kleinere Ziele, die aber für Deutschland und für die Souveränität Deutschlands enorm wichtig sind. Aber ja, im Weltgeldsystem liegt natürlich enorm viel im Argen. Und ja, ich würde auch mitgehen, dass die Finanzindustrie, vor allem die zentralbanknahe Finanzindustrie, also die Banken, die Großbanken und auch die Großindustrie, die halt unglaublich hoch gehebelt ist mit Kapital, das zu quasi null Zinsen gedruckt werden kann, dass die viel zu viel Macht in der Welt haben. Soweit würde ich mitgehen. Das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Schon Karl Marx hat vor 150 Jahren vom Staatsmonopolkapitalismus gesprochen. Und wir laufen wieder in die Richtung rein. Ich spreche auch vom Geldsozialismus. Und deshalb ist das Geldsystem auf lange Frist tatsächlich ein Thema, das wir angehen müssen. Aber es ist nichts, was wir in der nächsten Legislaturperiode von Berlin aus ändern könnten.